Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Black Skylands. So, dann wollen wir noch mal schauen, ob wir diesen Gegner Roda oder wie er hieß, besiegen können. Ob das überhaupt ein Gegner ist, werden wir sehen. So, ich bin hier. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Hallo, ich warte auf euch. Finde Roda Zuflucht. Ach so. Wo bist du, das Mädchen, das mein Sägewerk in einen Trümmerhaufen verwandelt hat? Und jetzt bist du gekommen, um das große, böse Kannibalenmonster zu sehen? So habe ich mich immer genannt. Hinter meinem Rücken haben sie über mich gelacht. Aber als ich mit meinen Kanonen ankam, ist ihnen das Lachen vergangen. Roda, deswegen bin ich nicht hier. Die Bewohner des Sägewerks sind unschuldig. Lass sie frei und überlass mir das Schiff. Unschuldig? Du weißt ja gar nicht, wie falsch du damit liegst. Niemand ist unschuldig, nicht mal du. Du willst das Schiff haben, dann hol es dir doch. Wow. Oh nee, ich hasse sowas, ich hasse sowas, ich kann sowas nicht. Alalala. Okay, boah, das ging erstmal voll daneben. Komm schon, die kriegen wir. So, okay, das ist erstmal noch simpel. Da fand ich Sägewerk schlimmer. Du kämpfst ganz gut, Mädchen. Respekt. Danke. Danke. Das war simpel. Befreie den Holztransporterschiff Holzmar. Luma, nimm das mal mit. Jetzt machen wir hier mal eine Heilung. Dein Ernst, ey. Okay, anscheinend komme ich besser. Ach so, den da hinten habe ich getroffen. Na klar. So, jetzt habe ich mir erstmal den Weg freigeschossen. Jetzt fühle ich mich stark genug, um hier hochzukommen. Dreht euch um. Dreht euch um. So, Schiff befreit. Endlich Sonnenlicht. Was ist passiert und wer bist denn du? Eva Mills, ich bin gekommen, um... Die Tochter des Versorgers. Genau, die bin ich. Ewing hat mich geschickt, um das Schiff zu holen. Für einen Angriff ging keins fort. Sieht aus, als könnte diese Bergarbeiter nicht gebrochen werden. Er hat beschlossen, doch zu kämpfen. Nimm es nur, wir werden es in nächster Zeit nicht brauchen. Die Löcher wurden alle geflickt und es hat sogar ein neues Deck bekommen. Ich weiß nicht, wozu Roda es reparieren lassen wollte. Oh. Nachrichtentext. Neuigkeit verbreiten sich schnell in Aspia. Du hast beim Sägewerk für große Aufruhr gesorgt und bist sogar mit diesen überreizten Kannibalen fertig geworden. Aber noch ist es zu früh zum Feiern. Shanti weigert sich, keins fort anzugreifen. Flieg schnell zum Mottennest. Wir müssen überlegen, wie wir weiter vorgehen. Ja, lieb gerne, aber... Ich weiß doch ganz genau, dass hier immer noch irgendwelche Typen unterwegs sind. Aber das Ding ist, ich will diesen Schlüssel haben. Aber wie kriege ich den Schlüssel jetzt? Ich soll mit irgendwelchen Holzfällern reden.
in das Sägewerk reinrutschen ist nicht so geil. Okay. Anscheinend bringt das nicht. So, na gut, dann fliegen wir mal zum Mottennest. Ist ja gleich um die Ecke. Oh, da gibt's auch wieder Kristalle. Na. Nicht mich anquatschen, nicht mich anquatschen. Alter, was ist denn hier passiert? Das ist schier Wahnsinn. Ewing, hör auf mit mir zu streiten. Wir haben bereits alle besprochen. Wir werden sicher nicht auf Kains nächste Bombardierung warten. Beim nächsten Mal könnte es Verletzte geben. Es gibt doch schon Tote. Es ist eine Zeit für uns, uns ein neues Zuhause zu suchen. Aber die Zeit drängt. Wir können nur das Nötigste mitnehmen. Willst du es nicht verstehen? Sobald die Schiffe startklar sind, brechen wir auf. Ewing, es hat schon Tote gegeben. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist die alte Dame vollends senil geworden. Lucht? Das ist ihre Entscheidung. Sehe ich auch so. Ich habe bereits mein Sägewerk verloren. Ich will nicht auch noch mein Zuhause verlieren. Ewing, wenn es nach dir geht, was sollen wir tun? Ich brauche nicht Shantys Erlaubnis, um mein Zuhause zu verteidigen. Wenn sie nicht kämpfen will, schön. Dann soll sie eben zu Hause gucken. Wir brauchen nur die Schiffe. Ewing, bist du wirklich sicher? Die Versorger sind Krieg nicht gewohnt. Wir verbringen unser ganzes Leben mit dem Aufbau der Feldfrüchte. Welche Chance haben wir gegen die ausgebildeten Killer? Wenn wir weiterhin nur Däumchen drehen, werden wir wohl nicht mehr Felder zu bauen haben. Während Shanty ihre Flucht vorbereitet, werden wir ein Team bilden, um gegen Kain zu kämpfen. Richard wird uns unterstützen. Ich wette, er ist auch nicht begeistert von dem Plan der alten Dame. Aber wir haben ein ernstes Problem. Kains Hauptpizza wird uns niedermähen, bevor wir überhaupt an sie rankommen. Ich habe eine Idee. Kürzlich hat mir ein Jäger von einem riesigen Monster erzählt, das südlich von hier leben soll. Er sagte, gewöhnliche Munition könne dieser Bestie nichts anhaben. Ich wette, die Schuppen würden eine ausgezeichnete Panzerung für die Schiffe abgeben. Eva, während wir unsere Leute sammeln, musst du zu diesem Jäger und die Schuppen für uns besorgen und wir müssen schnell sein. Der Jäger meinte, sie hätte ein Team auf das Monster eingesetzt. Ich denke, du solltest im Gebiet des Schwarms südlich von hier nach ihm suchen. Das wird nicht einfach. Die Navigation funktioniert hier draußen nicht. Außerdem wimmelt es hier von Schwarm. Du solltest Vorkehrungen treffen. Euer Ernst? Wie kann ich helfen? Mit einem Raketenwerfer? Ja, ich würde sagen, mit einem Raketenwerfer. Obwohl, die Minigun finde ich ja auch sehr nice. Ich weiß es echt nicht. Raketenwerfer ist ja schon gut, aber... So. Ich habe die Minigun mitgenommen, weil... Wenn du mit dem Raketenwerfer daneben schießt, musst du erstmal wieder laden. Und doch brauche ich keine Lust. Wieder so versteckt da hinten. Dieses Rätsel. Ruht in Frieden. Ihr seid nicht umsonst gestorben. Ach so. Okay, wo soll ich jetzt hin? Ich soll ins Schwarmgebiet? Nein. Oha. Oha. Ernsthaft, ich soll da hin? Hier gibt es neue Aufgaben. Jetzt, wo ich weggeflogen bin. Ach Mensch. Hier gibt es noch ein paar Aufgaben. Was ist das Grüne hier eigentlich? Okay, da habe ich aber einiges zu holen.
Schwarmgebiet. Ah, ich werde nochmal tanken. Oder erst aufs Vaterschiff. Alles entladen. Dass wir ein bisschen was mitnehmen können. Und dann fliegen wir ins Schwarmgebiet. Ja, ich glaube, das mache ich so. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und hinein geht es in dieses Schwarmgebiet. Erstmal fischen. Okay. Keine Ahnung, ob wir diesen Fisch brauchen. Was willst denn du jetzt von mir? Okay, warum? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt so gewollt ist. Oh, nee. Alter. Oh, Schwarmkreaturen. So viele. Ich muss weiterfliegen. Ich kann mich an denen hier nicht aufhalten. Oh Gott. Ah, wir werden hier sterben. Ich weiß das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, du Heimatland. Was? Okay, ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie auf so eine Insel geschafft. Und jetzt versuche ich mich hier irgendwie durchzuschießen. Und ihr seht schon, wir ziehen einfach mal nichts ab. Nichts Großartiges. Sich? Heilen die sich die ganze Zeit? Okay, ich möchte behaupten, ich habe einfach nur mega Lack gerade. Mega Lack gesoffen. Boah, geil. Schuppen. Oder irgendwas. Hilfe. Nimm den Marmor mit. Schnell. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir uns daraus irgendwas Cooles machen können. Oh, das war eine Insel. Und hier gibt es sonst nichts mehr. Schade, 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 schade. Ich dachte, ich habe jetzt hier... Kann man die eigentlich auch von hinten? So, ummessern, meine ich. Ja, come on.
Aber wo fliegt das eigentlich hin? Was ist das? Guck dir mal diesen Hummer an da unten. Also es geht mit den Schwarmmonstern, aber wie gesagt, man bekommt halt hier sehr wenig. Bäh. Bäh. Mensch, macht Lady Mücke. Ich habe einen Jäger gefunden. Das sind verdammte Jäger hier. Hilfe. Schrei mich nicht so an, ich bin schüchtern. Nein, nicht mich wegschicken. Oh. Das hier müssen wir doch mitnehmen. Mod-Kiste Stufe 3. Oh je, 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 je. Bleib mal ganz cremig hier, ey. Wo ist mein Schiff? Dürfen wir denn hier überhaupt schon sein? Na, na, na. Also mit der Schiffssteuerung komme ich noch nicht so klar. Ist hier was? Ist hier was? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich nehm's mit. Swarm irgendwas. Hier brauchen wir Dynamit. Weggesprengt. Ja, nu. Okay. Verstanden. Ich sehe mal zu, dass ich hier wieder rauskomme. Am besten lasse ich das Schiff alleine fliegen. Ja, ja, ist okay. Ich will bloß ein bisschen tanken. So, und... Oh. Das ist dieses Holz, was ich will. Das ist eine Modkiste 3. Oh, ey, nee, ich muss raus hier. Ich. Oh Gott, jetzt schleppe ich die ohne alle mit hier. Nee, du bist so nicht gerade besser. Mein Schiff ist beinahe zerstört. Das ist auch sehr geil. Und das Vieh werde ich nicht los. Mann, ey. Ja, mein Schiff ist doch gleich im Arsch, ey. Oh, jetzt haut doch mal ab. Ach, ich bin ja mittlerweile bei keinem. Ja, genau. Okay, ich glaube, das Vieh sind wir los. Oh
Okay, das ist das Vaterschiff. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich gehe da nicht nochmal hin. Nee. Das Schwarmgebiet lassen wir mal. Ja, klar. Siehst du, da kommt leider der Nächste angeschissen. Oh, schlimm. Ja, guck mal. Was kann man jetzt machen? Schiffskanone. Guck mal hier. Stahlhülle können wir kaufen. Kaufen wir die? Wir kaufen die. So, haben wir Ron verbessert? Rons Wissenschaftsstufe 1. Okay. Den Turm. Den... Technologie ist auf 3 erhöht worden. Das ist mega cool. So, was haben wir denn jetzt? Schockturm. Nett. Okay, also die blauen sind für Eva und die Datendinger sind sozusagen für das Schiff. Schockturm. Oh, Schaden. Betäubungsdauer, das ist auch sehr gut. So, und jetzt haben wir Stufe 4. Der Unterdrücker, wie geil ist das denn? Okay, das ist... So, jetzt muss ich mich natürlich von 1 dieser Sachen trennen, aber ich nehme den raus. Weil ich finde den schon cooler. Wobei der Schockturm auch nicht schlecht ist. Ja, ich nehme den Schockturm noch mit. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, solides Holz, siehst du, haben wir nicht. Was ist das eigentlich? Zugefügt Lager. Das ist Marmor. Schön, dass es da steht. Kann man das schmelzen? Zählt doch nicht. Na geil. Oh, danke. Aber was könnte ich damit machen? Ey, Schwarmschuppen. Wo soll ich denn die herkriegen? Donnerscharfschützengewehr, Alter. Magazin 18. Ja, die Schwarmwaffen verbrauchen halt keine Munition, deswegen bin ich echt am überlegen, ob ich nicht vielleicht mich mit Schwarmwaffen ausrüsten sollte. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ah, hier. Hier haben wir das gebraucht. Jetzt brauche ich noch ein Rindsleder. Dann können wir eine schwere Rüstung machen. Reduzierter Schaden von Falken. Reduzierter Schaden durch Schwarm. Nun haben wir nicht jetzt glücklicherweise noch eine Kuh. Das tut mir jetzt aber echt leid. So, jetzt muss ich doch mal... Ach, ich bin ja so doof. Jetzt habe ich meine Kuh getötet und kann nichts mehr was bauen. Ich muss das Ding erst upgraden. Und dafür brauche ich solides Holz. Wo kriege ich solides Holz? Gibt es hier nicht irgends... irgendwo? Habt ihr solides Holz? Nee, auch nicht. Hier? Nö. Hier? Hier gibt es was Gold. Was will ich mit Gold? Ich brauche solides Holz. Die ganze Stelle, die ich weiß, war hier drüben. War mal hier drüben. Keins Flotte. Solides Holz. Aber komme ich da hin? In das Tal der Zimmerleute?
62 Gegner, also von den Werten her könnte ich mich da durchschlagen. Oh, ich habe total die Zeit vergessen. Mein Gott. Eine Überlänge, das tut mir leid. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eieieiei, so lange wollte ich doch gar nicht machen. Aber das Schwarmgebiet hat mich total gefesselt und... Ich hoffe, wir kommen da irgendwann heil durch, ohne dass es uns bald immer das Schiff zerflasht oder uns zerflasht. Naja, wie auch immer. Es ist spät, ich kriege keine richtigen Wörter mehr hin. Ich werde jetzt die ganze Aufnahmesession beenden und wahrscheinlich morgen weitermachen. Aber trotzdem, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye.